Gut, also ich würde Ihnen gerne die sogenannte New Way of Learning vorstellen, das Konzept unseres Learning Campus, was wir jetzt über die letzten 2,5, knapp 3 Jahre aufgebaut haben. Das ist im Juli live gegangen mit einer Global Week of Learning. Es gibt zwei Formate. Ich werde jetzt mal das längere Format, sprich PowerPoint, Film vorstellen. Eigentlich, wenn ich das intern präsentiere oder auch extern, habe ich nur diese Infografik, die ich dann einfach als Roll-up mitnehme. Und da ist eigentlich die ganze Story des Learning Campus auch schon drauf. Ich fange an mit einem kurzen Film, so als Einstimmung. Da sind so die wichtigsten, das ganze Grundkonzept des Learning Campus schon mal drin. Gut, also was wir von Anfang an machen wollten, wir wollten ein Framework für ein Lernen in der Zukunft bauen. Wir sind wirklich zu Anfang, sind wir 2 Schritte zurückgegangen und haben gesagt, wir kopieren jetzt nicht ein Konzept einer Corporate University, wie das ja GE und viele, viele andere haben, sondern wir haben gesagt, dadurch, dass wir nie was hatten, ist das eine Riesenchance, das wirklich neu zu machen. Sind 2 Schritte zurück und haben halt wirklich mit Crowdsourcing, wir haben das übers Intranet, erst mit Mitarbeitern, dann übers Internet gleich gecrowdsourced in einem sogenannten Blog-Karneval, haben wir einfach die ganze Welt eingeladen und sie gefragt, wie würdet ihr denn gerne lernen in der Zukunft? Und darauf haben wir dann das Konzept unseres Adidas Group Learning Campus aufgebaut. Vielleicht noch nur als Background, Adidas ist ja mehr als die drei Streifen. Das ist natürlich der Hauptbereich, die drei Streifen, aber wir haben auch Reebok, TaylorMade, Rockport, Y3, Porsche Design und so weiter. Also noch lauter andere Marken weltweit. Wir haben 48, aktuell sogar 52.000 Mitarbeiter weltweit, allein in Herzogenaurach, 75 Nationen mit einem Durchschnittsalter von 30,5. Also ist schon mal eine deutlich jüngere Belegschaft. Und alle reden über Generation Y natürlich. Die kommen ja, haben wir gelesen. Bei uns sind die schon da. Über 50% der Mitarbeiter sind Gen Y. Also das ist für uns nicht Zukunft, das ist für uns Gegenwart. Wir müssen schauen, was kommt denn danach? Also vielleicht eine andere Ausgangssituation als bei manchen eben mit einer etwas älteren Belegschaft. Die sogenannte the old way of learning, haben wir gesagt, wie sieht das eigentlich aus? Wie lernt denn der Mensch? Wir haben uns mit Simon zusammen, wir haben angefangen, sehr viel Recherche zu machen, uns erstmal angeschaut, was gibt es da alles und haben halt auch festgestellt, dass eigentlich das Hauptmodell von Corporate University ist immer formelles Lernen. Classroom, Anmeldung, Registrierung, kostet was. Und auch bei Adidas war es ähnlich, wobei man ja weiß, dieses Lernen nimmt einen immer raus, die Nachhaltigkeit ist nicht so gegeben meistens. Und es gibt ja verschiedene Modelle, unter anderem Charles Jennings mit seinem 70-20-10-Modell. Es gibt viele andere, die auf ähnliche Zahlen kommen. Da muss man nicht genau dabei bleiben. Aber das Grundkonzept oder der Grundansatz ist eigentlich immer das Gleiche. Der Mensch lernt eigentlich nur zu 10% durch formelles Lernen im Schnitt. 70% des Lernens passiert mehr durch On-the-Job-Learning, also wirklich Learning by Doing, indem man es macht, indem man das lernt. 20% durch Netzwerke, durch Leute. Und wie gesagt, diese beiden Bilder passen ja überhaupt nicht zusammen. Jeder weiß, der sich damit beschäftigt, der Mensch lernt ganz anders. Und trotzdem pumpen wir 98,3% circa geschätzt unseres Budgets in dieses Formal Learning Modell. Da passt irgendwas nicht zusammen und da haben wir gesagt, das müssen wir anders machen. Deswegen haben wir dann gesagt, New Way of Learning. Wir stellen den Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Und wenn man da diese ganzen Symbole außenrum sieht, sind ja die Plattformen, auf denen unsere Mitarbeiter schon längst lernen. Das ist, die Bilder gibt es übrigens in hochauflösendem im Internet, muss man nicht fotografieren, zum freien Download oder ein Pinterest-Board kann ich dann hinterher verteilen. Wenn man diese kleine Kachel hier anschaut, das ist unsere interne Learning-Plattform, also der Learning Campus Online. Der Rest, sagen wir, das ist da, wo Lernen sowieso schon stattfindet. Die Leute lernen auf YouTube, auf Facebook, Pinterest, Massive Open Online Kurse, Khan Academy, Twitter, Tumblr und so weiter. Das sind die Plattformen, die die meisten von uns
jeden Tag benutzen. Ich lebe auf Facebook mehr oder weniger und da passiert eigentlich viel mehr als in dem Internet. Und das müssen wir zusammenbringen. Wir haben uns gesagt, wir wollen in dem Learning Campus offene, innovative und kollaborative Lernmöglichkeiten aufbauen und einbringen und haben uns ein paar Grundprinzipien hier aufgestellt, was denn dieser Learning Campus erfüllen soll. Wir haben als erstes gesagt, der Mitarbeiter soll immer entscheiden können, wann und wo er lernt. Der Zugang zu Lernen muss immer möglich sein, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Führt zu interessanten Gesprächen mit dem Betriebsrat natürlich. Learning 24/7, da waren die gleich auf 180. Wir haben einen ausgezeichneten Betriebsrat, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten, muss ich dazu sagen. Natürlich kommt es dann auf die Ausgestaltung an. Nicht? Natürlich muss man dann aufpassen, dass es nicht ins Gegenteil umschlägt, dass das ganze Lernen in die Freizeit verlagert wird, sondern bei uns ist auch ganz klar Ansage unseres Personalchefs ganz öffentlich von Anfang an, dass wir sagen, Lernen passiert während der Arbeitszeit. Nicht? Komme ich später nochmal drauf. Der zweite Aspekt hier, der auch ganz wichtig ist und da steckt natürlich auch wirklich Sprengstoff drin. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter sich aussuchen können, wie und was sie lernen. Und gerade das Was ist natürlich etwas visionärer, denke ich. Ich möchte aber zum Beispiel, dass jemand, der in IT sitzt und sagt, ich habe mich immer für Design interessiert, der soll auch einen Designkurs belegen dürfen. Warum sollen wir den Leuten vorschreiben, was sie lernen, wohin sie sich entwickeln sollen? Ich denke, natürlich gibt es Guardrail, also Geländer, wo man sagt, klar, die erste Entwicklungsziele werden natürlich mit dem Vorgesetzten besprochen, Karriereziel und so weiter. Aber alles, was darüber hinausgeht, das soll der Mitarbeiter komplett frei entscheiden können. Also vorher dieser Zugang zu Kursen, der dann nach Dienstgraden gestaffelt war, das haben wir alles abgeschafft. Nicht? Also heute kann jeder auf jeden Kurs zugreifen und jeden Kurs belegen. Und dritte Punkt ist Live the New Way of Learning. Das ist ganz wichtig. You teach and you learn, you network and collaborate. Also es geht um das Lernen und Lehren. Und um das Netzwerken und die Zusammenarbeit. Das ist da, wo Lernen eigentlich stattfindet. Wir haben uns als Ziel gesetzt, wirklich das Thema Lernen wirklich neu zu etablieren, neu zu definieren. Und ich rede immer so ein bisschen von der Renaissance des Lernens auch, weil vieles ist ja nicht neu, wir haben es nur vergessen, wie der Mensch eigentlich lernt. Dieses Human-Centered ist ja jetzt eine neumodische Interpretation von Sachen, die es ja längst auch in der Aufklärung zum Beispiel gab. Und unsere Vision ist tatsächlich, die Adidas Group, unser Unternehmen, zu transformieren in eine permanent lernende Organisation. Und ganz wichtig, das Lernen und das Wissen der Mitarbeiter, das ist und wird der entscheidende Wettbewerbsvorteil der Zukunft sein. Um ein bisschen tiefer reinzugehen, was das bedeutet, ist natürlich ein Shift von diesem formellen Top-Down-Lernen, Klassenzimmer, dass wir da mehr wirklich rübergehen zu einem informellen Lernansatz. Informell bottom-up, also der Lernende entscheidet selbst, was er lernt, lebenslanges, selbstgesteuertes Lernen, Social Learning in der Gemeinschaft, in seiner persönlichen Gemeinschaft. Und natürlich, es heißt nicht, dass wir hier alles loswerden, sondern es geht darum, wie bringen wir das sinnvoll zusammen. Und ich würde sagen, von der Reise, von dem Launch sind wir jetzt ungefähr hier. Wir haben uns 5 Prinzipien aufgestellt, um wirklich auch zu sagen, da können die Mitarbeiter sich drauf berufen und da unterstützen wir auch, wenn der ein oder andere in Schwierigkeiten mit seinem Chef läuft. Working is learning and learning is working. Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass wir diese Trennung aufheben wollen zwischen Arbeit und Freizeit. Wie gesagt, das sind Themen, die muss man natürlich und die diskutieren wir auch mit dem Betriebsrat. Wie fasst man das ein? Wie sorgt man dafür, dass es nicht ausgenutzt wird von gewissen Abteilungen? Aber wie gesagt, wichtig ist halt, dass die Mitarbeiter während der Arbeitszeit lernen dürfen und umgekehrt. Ich bin jemand zum Beispiel, ich habe einen 7-jährigen Sohn und mir ist halt wichtig, dass ich jeden Tag ihn rechtzeitig sehe. Ich schaue, dass ich um 6 zu Hause bin.
wenn mehr aufläuft, dann setze ich mich lieber um 10 nochmal hin. Aber das will ich selber entscheiden und das, da will ich mir von keinem vorschreiben lassen, wann ich nicht arbeiten darf. Oder wenn ich am Wochenende Zeit und Lust habe, arbeite ich auch da. Und da will ich mir auch nicht reinreden lassen. Wir müssen um das möglich zu machen, müssen wir mehr zu einer offenen, kollaborativen und vernetzten Social Learning Umgebung umschalten. Also das ist genau das, wo Lernen überall und jederzeit stattfindet. Das bedeutet aber auch, dass wir eine neue Leadership brauchen. Also unsere Führungsspitze, die muss sich auch bewusst werden und bewusst sein, dass mit den alten Command-and-Control-Leadership-Modellen kommt man mit der nächsten Generation nicht besonders weit. Und da lassen sich diese Sachen auch gar nicht umsetzen, sondern Leadership heißt immer mehr teilen, Vorbild sein, lehren und natürlich selber jeden Tag auch lernen. Dieses Lernen ist ja immer das Phänomen, je höher man kommt, desto mehr sagen die Leute, naja, ich kann ja alles schon, deswegen bin ich ja Chef, ich muss nichts mehr lernen. Und wer das, den müssen wir gleich rausschmeißen, wer so einen Unsinn verzapft, weil gerade da das Konzept lebenslanges Lernen gilt für alle. Innovation, ganz wichtiger Punkt. Da hat sich HR ja mal vornehm rausgehalten bei den meisten Unternehmen, auch hier. Aber das muss auch ein essentieller Teil von Lernen sein und von der Arbeit von jedem Mitarbeiter, dass er wirklich immer bestrebt ist, das zu verbessern, weil das ist auch Lernen. Ich komme gleich nochmal zu diesem Innovations- und Wissenskreis, wo wir das auch nochmal verankert haben. Und was wir damit letztlich ja durchsetzen wollen, ist diese neue Kultur des selbstgetriebenen lebenslangen Lernens. Also Culture Change, Culture ist ein ganz, ganz essentieller Grundbaustein hier. Ich habe es gerade erwähnt, den holistischen Wissenskreis haben wir hier mal als Grundlage gelegt, vor allem um auch deutlich zu machen, die meisten Unternehmen, und also mit Learning, Campus oder wie immer das nennt, Corporate University, die fokussieren sich immer auf den orangenen Pfeil und sagen, das ist unser Job, mehr machen wir nicht. Wir sagen, es ist halt ganz wichtig, sich den ganzen Kreis anzusehen und zwar wirklich bei Innovation anzufangen, das Schaffen von Wissen bis hin zu der dann über Learning, die Akquisition von Wissen. Und der dritte Kreis, da muss ich sagen, da sind wir ganz offen noch nicht ganz so weit. Da gibt es Anfänge, aber das müssen wir noch deutlich mehr ausbauen im nächsten Schritt. Das ist das ganze Thema Knowledge Management, sprich der Transfer von relevanten Wissen, also Identifikation, Transfer und Bewahrung von Wissen. Wir haben drei Säulen im Learning Campus und ich habe es ja vorhin schon ein bisschen aus der Diskussion rausgehört. Nur digital reicht nicht. Also bei aller Liebe, und ich denke, ich bin auch ein sehr digitaler Mensch mit mindestens immer 2, 3 Tablets und Smartphones unterwegs. Aber man braucht wirklich alle drei Säulen, digital, physikalisch, und wir haben auch den Future Workplace damit reingepackt. Wir haben vorhin über MOOCs gesprochen. Was sind MOOCs eigentlich? Nur noch mal kurz, Massive Open Online Kurse. Ich bin sehr früh, ich war damals auf dem Global TED in Edinburgh und habe die Daphne Koller kennengelernt, die gerade Coursera gegründet hatte, also die erste große MOOC-Bewegung. Sie hat ihre Professur in Stanford dafür aufgegeben auch. Und was ist das eigentlich? Also Massive Open Online und es sollte ein Kurs sein. Das sind einfach die vier Bausteine. Alles, was das ist, darf sich MOOC nennen. Und das sieht dann natürlich so aus. Bewusst, ich habe mal alles draufgeknallt am Beispiel eines meiner ersten MOOCs, die ich vor, keine Ahnung, 1,5 Jahren gemacht habe. Und das ist wirklich, da wird die ganze Klaviatur der digitalen Plattform bespielt. Also Kern ist dieses Angebot, das war jetzt E-Learning and Digital Cultures, auch von der University of Edinburgh. Die einzelnen Einheiten wurden über kurze Video-YouTube-Filme dargestellt mit den entsprechenden Fragestellungen. Man hat sich dann in Communities zusammengeschlossen. Das war ein relativ kleiner MOOC mit nur 42.000 aktiven Teilnehmern aus der ganzen Welt. Und einer davon hat zum Beispiel hier unten dann auch so ein virtuelles Haus entworfen, wo die Lernenden wirklich dann reingehen konnten und virtuell in so ein Klassenzimmer gehen konnten. Das hat ein 20-jähriger Student so nebenher gemacht während des Kurses.
Und sonst lief es halt über alle Plattformen, wöchentlicher, freitags immer Hangout mit den Professoren, die man hier oben sieht, die dann eine Stunde lang Fragen, Antworten mit allen Studenten dann gemacht haben. Also fantastisch. Wenn das gut gemacht ist, ist es wirklich eine Revolution im Lernen. Und das hat mich natürlich sehr inspiriert zu sagen, wenn wir jetzt mal Corporate Learning angucken, dann ist es normalerweise der graue Block in der Mitte. Classroom, feste Tage, E-Mail-Invites, Word, PowerPoint hauptsächlich, die ganz abenteuerlichen benutzen mal einen Flipchart oder Whiteboards. Und das reicht einfach nicht. Was wir gesagt haben, die grünen Sachen, die ziehen wir einfach intern mit dazu. Also Wiki-Blogs hatte ich ja damals schon aufgebaut, Videos, internes Social Network. Wir haben seit Februar jetzt ein sehr schönes Social Intranet. Kann ich auch noch mal kurz zeigen, live gleich. Und natürlich, wenn man den Kreis erweitert, wir haben uns auch gesagt, es gibt so fantastischen Content da draußen, auf YouTube, auf TED, auf Vimeo, auf Blogs, auf Wikipedia. Warum müssen wir als Unternehmen immer für sehr viel Geld alles in einer wesentlich schlechteren Qualität nachbauen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also was wir inzwischen viel mehr machen, unser Learning-Team, wir kuratieren Contents. Also wir gehen vom gewissen Basis-Content aus für unsere Kurse und bestücken die aber dann, recherchieren und bestücken die weitestgehend mit Content, der in einer fantastischen Qualität da draußen ist, und daraus bauen wir unsere Kurse zusammen. Zeige ich gleich, wie das aussieht. Wir haben den Learning Campus Online, das ist also unsere globale Lernplattform, und das ist auch das zentrale Element, wo man wirklich jederzeit reingehen kann. Hier haben wir unten ein paar Kurse zum Beispiel. Die neuesten Kurse sind immer angekündigt hier. Da klicke ich drauf und bin direkt drin und kann loslernen. Wir haben auch eine YouTube-ähnliche Videoplattform, wo wir dann nicht nur unsere eigenen Filme hochstellen, sondern ich kann jedes Video von TED oder YouTube einbetten, ohne es mir runterladen zu müssen. Das kann dann direkt und sofort Bestandteil eines Kurspaketes werden. Natürlich läuft es auf Tablets, das Ganze. Wir arbeiten daran, das auf allen Smartphones natürlich auch zu machen, weil Tablets alleine reicht ja auch nicht. Die beste Uni hat ja jeder heute in seiner Hosentasche schon. Und so sieht dann ein Learning Kit aus, also ein Kurs. Das ist, und wir haben uns da sehr einfach an die MOOC-Idee angelehnt und die übernommen. Wir haben einmal oben, das ist jetzt The Art of Persuasion, also die Kunst der Überzeugung als Kurs. Da gibt es verschiedene Workouts. Also als erstes lädt sich der Mitarbeiter das Curriculum runter, das er dann abarbeiten kann. Und der Rest sind diese Kacheln, die sogenannten Apps. Und hinter diesen Apps, da kann jegmöglicher Content dahinter stecken. Das kann ein YouTube-Video, ein TED-Talk, ein Vimeo-Film, es kann aber auch ein Word-Dokument, PowerPoint oder ein Blogartikel sein, den wir verlinken. Das stellt unser Learning-Team zusammen, diese Wege durch den Lerncontent. Da gibt es auch immer verschiedene Workouts, je nachdem, wenn ich eher den einen oder anderen Akzent legen möchte hier, dann suche ich mir einen bestimmten Workout aus und gehe den durch. Ich kann auch allen Content sehen. Ich kann auch frei mir die Module zusammenstellen. Also wir schreiben keinem vor, wie er lernt. Wir geben Anregungen und Vorschläge aus unserer Erfahrung auch. Aber letztlich, wenn jemand sagt, er will hier ganz hinten anfangen und er schaut sich zuerst alle Videos an, und also bei uns darf jeder machen, was er will, solange keine Tiere dabei zu Schaden kommen. Wir haben vielleicht noch ganz einen Satz noch, weil das dritte Element, das ist nämlich extrem wichtig, das macht nämlich diesen MOOC-Charakter aus. Jeder Kurs hat hier diesen Activity-Feed, und das ist die Community. Das heißt, jeder, der diesen Kurs macht und besucht, der kann immer auf in die Diskussion auch eingreifen. Der sieht, wer lernt denn noch mit mir weltweit. Also es können Kollegen in aller Welt sein. Und da kann ich direkt reinspringen, kommentieren, Fragen stellen und mit meinen Co-Studenten weltweit agieren. Und da, denke ich, ist auch irre Potenzial. Da lernt man oft am meisten. Das ist ein LMS, genau, richtig. Also wir haben eine Intranet-Plattform SharePoint. Da haben wir das, weiß nicht, habe ich da eine Dings, kann ich gleich nochmal zeigen. Nee,
Ich kann es auch gleich live zeigen. Also das ist aber wirklich Facebook for Business und das LMS, das Learning Management System, ist da quasi dran geflanscht. Und, aber es ist auch ein bisschen, die Grenzen ziehen wir jetzt nicht so eng, weil uns ist halt die Usability am wichtigsten, dass der User, der soll gar nicht merken, bin ich jetzt im LMS oder bin ich im SharePoint, das ist egal. Du bist im Intranet, das ist alles, was du wissen musst. Success Factors. Ja. Und genau, das ist die Videoplattform, also sehr YouTube angelehnt. Da haben wir gesagt, warum das Rad neu erfinden? YouTube ist klasse. Das bilden wir einfach nach. Und wie gesagt, da sieht man also die Videos, die dann auch wie im Internet natürlich bewertet werden können, kommentiert werden können, geteilt werden können. Also die volle Funktionalität von Social Media. Was wir auch gemacht haben mit der Uni, wir haben gesagt, also dieses Konzept ist, finden wir gut. Wir kriegen Riesenanfragen von den Ländern. Und wie kriegen wir das möglichst schnell raus in die Märkte? Grundidee. Ich weiß nicht, ob jemand diese Pop-Up-Stores kennt, so in Fußgängerzonen. Das sind so kleine Läden, die tauchen mal auf, verkaufen für eine Woche und verschwinden dann wieder. Das nennt man Pop-Up-Stores. Wir haben gesagt, das ist doch eigentlich eine super Idee. Wir bauen Pop-Up-Universities und wir haben diese Rollkoffer uns besorgt, haben in einem Design-Thinking-Workshop mit Betriebsrat übrigens, den habe ich mit eingeladen, hier mitgebaut, seitdem sind wir so. Also die fanden die Idee auch gut und wir haben da alles reingepackt in diesem Koffer, was die Mitarbeiter zum Lernen brauchen. Das geht von Jonglierbällen, also auch dieser Spaßaspekt, Lego, Knetmasse, aber auch wirklich unser Kursangebot, der Link zu online, also auch eine Mischung, spielerisch, seriös. Die Grundidee ist halt, jedem, der uns hier besucht aus Russland, aus Südamerika oder sonst wo, den HR-Chefs oder Landeschefs, den geben wir dann so einen Koffer mit. Der nimmt den Koffer mit ins Flugzeug, klappt den auf und kann sofort mit seinen Mitarbeitern das neue Lernen anwenden und muss sich dann nicht durch 100 PowerPoint-Folien durchkämpfen. Was wir auch gemacht haben, da muss ich sagen, da arbeiten wir ein bisschen noch an der Verbesserung, internes Media Lab, also wir haben mit Simon zusammen auch Kameras, Equipment, Lautsprecher, Mikrofone, Stative und so gekauft und bauen da Kurse, die unsere Mitarbeiter ermöglichen, selber diese Filme zu machen. Meistens ein Bestandteil ist einfach, das ist ja das perfekte Filmstudio, nicht? Also die Kameras von Smartphones sind heute unglaublich gut. Es gibt ganze Filmfestivals, die werden nur mit Handys geschossen und die gesamte Bearbeitungssoftware gibt es als kostenlose App. Also jeder von euch hat schon ein komplettes Filmstudio in der Tasche, weiß nur keiner. Also und wir wollen die Mitarbeiter halt einfach empowern, beziehungsweise ihnen das beibringen, wie nutze ich das, wie mache ich Filme damit und wie mache ich gute Filme damit. Also das ist genau sowas, ich denke, das spiegelt auch genau den Charakter des Learning Campus am besten wider. Future Workplace ist ja auch eine Säule hier, wenn wir über die Büros nachdenken. Future Workplace ist ja auch deswegen wichtig, weil so wie die Leute arbeiten, das definiert ja, wie sie lernen. Und es gibt ja immer noch viele Büros, die sehen so aus und so ähnlich. Es gibt immer mehr Büros, die Gott sei Dank in eine modernere Richtung gehen, wo wirklich mehr die menschlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter wiedergespiegelt werden, wo wirklich Lebenswelten entstehen. Und wir haben das hier bei Adidas, das ist so ein Ausschnitt aus einem neuen Gebäude drüben. Sehr, denke ich, wohnlich, weite Büros. Aber eine typische Büroatmosphäre bei Adidas sieht eher so aus. Eher Freitagnachmittag vielleicht. Aber für immer mehr Leute ist der Arbeitsplatz ja das Tablet oder das Smartphone, nicht? Also das ist eigentlich alles, was man braucht. Mein Büro zum Beispiel steht ja neben mir hier. Ich habe alles drin, was ich brauche und ich bin den ganzen Tag eigentlich auf dem Campus unterwegs oder bei Partnern oder in anderen Städten sogar und ich habe alles, was ich brauche in dieser Tasche. Mehr brauche ich nicht. Das kommt immer mehr. Und zum Physikalischen, ich habe ja schon erzählt, dieses Shed, wo wir uns gerade drin befinden, so sieht es bei Sonne aus, noch ein bisschen schöner. Da kann man die ganzen Türen aufklappen, wir haben Kunstrasen draußen, das ganze Mobiliar ist auch so, dass man das alles rausstellen kann und soll.
Wir haben dann verschiedene Workshops hier drin und allein so Details wie die Vorhänge, die ja die verschiedenen Bereiche hier voneinander abtrennen. Wir hätten auch so schallisolierte Wände bauen können, wollten wir aber nicht. Und wenn man mal genau hinguckt, diese Vorhangschienen gehen bewusst nicht ans Ende. Weil die Idee ist, alles, was hier stattfindet, muss grundsätzlich offen sein. Das heißt, wenn hier ein Workshop ist, dann vermieten wir oder vergeben die anderen beiden Flächen parallel, sollen die Leute sich halt einigen von der Lautstärke. Und wir wollen, dass die Leute um die Ecke schauen und sagen, was macht ihr da eigentlich? Vielleicht kann ich auch was lernen. Wer damit nicht leben kann, dem sage ich, da drüben gibt es ein Hotel, bucht ein Zimmer. Also das setzen wir hier schon durch. Dazu gehört auch das selber Tassen abwaschen zum Beispiel. Also das kommt super an. Wir haben hinten dieses Café, was für Mitarbeiter eigentlich grundsätzlich offen ist, wenn hier was stattfindet. Da kann also auch jeder mit seinem Laptop rein. Wenn jetzt jemand kommen würde von Adidas und dem würde ich auch sagen, setz dich hin, nimm dir einen Kaffee, sei nicht zu laut. Also das ist, damit müssen wir dann auch leben. Also sehr Design Thinking orientiert. Wir haben dann, um den Launch des Learning Campus zu feiern und tatsächlich auch zu kommunizieren, haben wir gesagt, naja, wir können so einen Tag machen, das ist ja schön. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir doch gleich eine ganze Woche. Und wir haben dann tatsächlich eine Global Week of Learning Ende Juli geplant und auch durchgeführt. Wir haben die Wochen vorher mit diesen Plakaten angefangen, die fingen erst so ohne diese, wirklich nur ganz leer, mit so ein bisschen provokanten Sprüchen wurden die weltweit aufgehängt. Ein paar Tage vor der Woche kam dann dieses Poster so als Aufkleber, als Aufklärung dazu, Learning Campus passiert nächste Woche und wir haben dann in mehreren Standorten weltweit gleichzeitig eine Woche Workshops, Talks gehabt hier, Vorträge von externen, von internen. Wir haben drüben in unserem Gebäude zum Beispiel so eine kleine Bühne aufgebaut, die ständig bespielt wurde, mehrfach am Tag. Wir hatten Google da und IDEO und alle möglichen Sprecher, 3, 4, 5 am Tag. Und da waren bis zu 400, 500 Leute, die dann zugehört haben. Wir hatten das FabLab hier. FabLab, wenn es keiner kennt, wenn es jemand noch nicht kennt, unbedingt googeln und schauen, dass es in der Stadt, in der eigenen Stadt gibt. Das sind so offene Werkstätten, wo es 3D-Drucken, Laserdrucken, Werkzeuge, da kann man mit der Unterstützung der Leute dort kostenlos und offen alles selber bauen und konstruieren mit seinen Kindern. Und oft steht man dann an so einem Laserdrucker und da steht dann ein 7-Jähriger und erklärt den Siemens-Manager, wie das funktioniert. Funktioniert super. Das ist angewandtes Lernen übrigens. Mit dem FabLab haben wir jetzt eine erstmal 12-monatige Kooperation. Wir machen sehr viel gemeinsam, weil gerade dieses Anwenden, Bauen ist ein extrem wichtiger Bestandteil. Lernen durch Erfahrung. Und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Design Thinking, weil Design Thinking hat ja nicht nur diesen Ansatz, diverses Team, Brainstorming, sondern es hat ja dann immer auch den Bestandteil Bauen, Umsetzen. Und bei sehr vielen Projekten ist das ja so, dass alles im PowerPoint sieht das immer toll aus. Wenn man es dann baut, merkt man, funktioniert ja so nicht und dann muss man es ändern. Das macht man lieber gleich im Design Thinking Prozess und das wollen wir halt hier im Unternehmen auch stärker verankern. Und jetzt gehen wir schon in Phase 2. Wie gesagt, seit 2 Monaten baue ich hier den Think Tank aus HR auf. Gut, vielleicht, das ist jetzt wirklich noch alles sehr im Entstehen. Den Think Tank, den gab es auch noch nie bei Adidas und gibt es auch bei Unternehmen noch nicht so häufig. Wozu wir den machen in HR? Also es ist wirklich um den Kulturwandel und Innovationen in HR zu treiben, um unser Geschäft am besten besser zu unterstützen. Wir haben, Adidasler war ja schon ein unheimlich kreativer Mensch und vieles, deswegen auch hier ist es eigentlich keine Neuerfindung, sondern vieles ist ja schon da, haben wir nur vergessen. Es gibt diese Adidasler Standards, die er damals geschrieben hat noch und da sind halt einfach sehr viele Grundleitlinien drin, die heute, denke ich, noch so aktuell und modern sind. Die muss man nur wieder ausgraben und darauf hinweisen. Wie gesagt, heutzutage, wir befinden uns halt einfach in einer Zeit, in der sich
alles so schnell verändert. Und darauf müssen wir eigentlich viel besser reagieren. Was ich machen soll, also meine Aufgabe ist wirklich, mir Zukunftsszenarien anzuschauen, und zwar weiter als der normale Horizont, der immer so 6 bis 12 Monate liegt einer normalen Abteilung. Ich schaue mir wirklich 10, 15 Jahre Megatrends, was passiert da und was sind die Risiken und was sind auch Chancen für Adidas von der Organisation und für die Menschen, was müssen wir jetzt schon machen, um den Wettbewerbsvorteil in der Zukunft zu haben. Das ist ganz konkret, oft in Teams gehe ich dann einfach rein und bin da wirklich der Störfaktor. Also so ein bisschen der Advocatus Diaboli, auch einfach zu fragen, warum machen wir das so kompliziert? Können wir das nicht anders machen? Warum machen wir das überhaupt? Und ich denke, das sind oft Fragen, die sich manchmal Leute gar nicht stellen. Wenn man ein paar Jahre im Projekt oder in der Abteilung ist, dann ist das so ein Selbstläufer. Und wenn man die Leute mal fragt, was macht ihr eigentlich und warum, gibt es sehr interessante Antworten. Und oft gar keine. Also da bewusst mal reinzugehen. Dann natürlich auch unseren Senior Leadership bessere Entscheidungen zu ermöglichen, indem man ihnen einfach bessere Informationen zur Verfügung stellt. Nicht? Durch Netzwerke oder durch Plattformen. Vieles ist ja, oft ist das Wissen der Führungsebene ja auch schon wieder ein paar Jahre alt. Das haben die irgendwann mal gelernt und ziehen das beinhart bis zur Rente durch. Gefährliches Modell, da ist Wissen oft doch ab und zu ein Vorteil. Und natürlich immer wieder einfach diese Silos zu aufbrechen, nicht? Die es nach wie vor bei uns auch ab und an gibt. Abteilungen, die ganz gekapselt arbeiten, die ungern teilen oder voneinander gar nichts wissen, dass ich da wirklich auch eher so ein Connector bin. Ausgehend von diesen Megatrends, und die Karte hängt auch zufälligerweise hier drunter. Das ist jetzt nur eine von sehr, sehr vielen, die es gibt. Aber die und letztlich die großen Megatrends sind ja auch die gleichen. Da geht es halt um demografischen Wandel ganz oben natürlich, nicht? Gen Y, die Alterspyramide, Überalterung, Multikulturalismus, für uns sehr wichtig natürlich, Urbanisierung, Digitalisierung, die Megacities, Big Data, Education natürlich, Umwelt, Nachhaltigkeit und so weiter. Das sind alles, das sind nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Das sind einfach die Trends, die kommen, die passieren, da sind wir mittendrin. Und ob uns das gefällt oder nicht, da müssen wir durch. Also das Einzige, was wir tun können, ist uns darauf einstellen. Die Trends sind ja nicht änderbar oder umkehrbar, nicht? Das muss man einfach, ich glaube, dieses Bewusstsein muss man auch erstmal schaffen im Unternehmen. Dann speziell für HR gibt es natürlich auch Trends, die damit zusammenhängen, sprich Crowdsourcing, New Leadership Engagement, die Responsive Organization oder Liquid Organization ist ja ein Thema, was gerade auch ganz, ganz spannend ist, dass man aufgrund der Megatrends der Generation, der neuen Generationen, die mit einer ganz anderen Erwartungen und Einstellungen reingehen, dass sich auch Organisationen komplett umstellen müssen und gar nicht mehr so in 5-Jahresplänen denken können und müssen. Da gibt es ja auch schon Organisationen wie über Airbnb und so weiter, die schon ganz andere Modelle fahren. Und das ist einfach spannend, das zu sehen. Warum brauchen wir so einen Think Tank? Warum machen wir das überhaupt? Also gerade hier, um auf diesen ständigen Wandel und den Change zu reagieren, wirklich zu schauen, was heißt das für alle Beteiligten von Leadership, Development, Learning, Workplace. Hintergrund ist ja dieser VUCA-Welt. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Begriff VUCA schon mal gehört hat. VUCA. VUCA kommt aus dem amerikanischen Militär ursprünglich und steht für volatil, unsicher, komplex und ambiguous. Und das sind einfach die Rahmenbedingungen, in denen wir uns heute bewegen. Und da brauchen wir einfach Antworten. Wie reagieren wir darauf? Was geben wir unsere Leadership an die Hand, an Prozessen, an Tools, um darauf zu reagieren? Und ja, da gibt es verschiedene Fokus, Opportunities. Ich habe mal 3 rausgestellt. Das ist einmal Organisationsdesign. Wie sieht eine Firma der Zukunft auf? Wie sieht eine Organisation der Zukunft aus? Das ist, glaube ich, extrem spannendes Thema. Da gibt es auch hochinteressante Diskussionen und Modelle, die gerade diskutiert werden.
Entrepreneurship ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich, auch Richtung Generationenwandel. Dieses Enabling and Empowerment heißt, also nennen wir das immer. Also man muss die Mitarbeiter als Erwachsene behandeln und ihnen tatsächlich mehr Freiraum lassen. Die wissen schon, was richtig ist und weniger aus, wir müssen aus diesem deutschen Kontrollmodus raus. Es ist also letztlich geht es um mehr Freiheit für die Mitarbeiter, aber das mit mehr Freiheit kommt auch mehr Verantwortung. Also dadurch, das ist dann auch wieder die Kontrollfunktion. Und das dritte Thema hier, Sie haben noch einige mehr, aber das sind so die der Hauptfokus erstmal, digitale Transformation, also diese ganze Adaption zur Realität, in der wir leben. Ich glaube, wenn in der Zukunft, wenn Personalmanager zum Beispiel mit jungen Leuten reden und die wissen gar nicht, was Facebook ist oder ihre Kinder sind nur drauf, dann ignorieren die Leute die noch nicht mal. Nicht? Also man muss schon drin sein und es selber erfahren, ist wie bei allem. Eine Expertise kann man nur von sich behaupten, wenn man das tatsächlich auch mal gemacht hat. Und wenn man die digitale Welt nur aus dem Feuilleton der Süddeutschen kennt, das fliegt relativ schnell auf. Gut, das vielleicht nur so als schneller Einblick zu dem, was ich gerade mache, was so die Weiterentwicklung ist. Und ich kann auch ein letztes Bild zeigen, weil wenn wir uns das ganze Thema Talent angucken. Was ist denn also HR Talent? Da geht es darum, wirklich vor dem Hintergrund des VUCA-Modells oder der Welt, in der wir leben, mit den Herausforderungen wirklich zu schauen, diese ganze Kette Talent Acquisition, Recruiting, wie kriegen wir die richtigen Leute, wie identifizieren wir die, was gibt es da für Methoden, also da wirklich auch einiges zu ändern. Ich habe vorhin von diesen Dating-Algorithmen erzählt, die ich ganz spannend finde, wirklich mehr Zukunft, in die Zukunft gerichtetes Recruiting. Dann natürlich Onboarding, wichtiger Teil, wenn wir die Leute mal überzeugt haben, für uns zu arbeiten, dann dürfen die ja kein potemkinsches Dorf stattfinden, vorfinden, sondern das muss ja, die Realität muss ja auch dann mit den Vorstellungen zusammenpassen und natürlich, man muss sich das als so eine gesamte Reise ansehen. In dem Moment, wo jemand zu Adidas oder in die Firma kommt, muss er natürlich schon von Anfang an lernen, Entwicklungsmöglichkeiten haben, sei es Leadership oder auch Expertenkarriere beispielsweise, bis hin zu, wenn jemand das Unternehmen dann verlässt, dass man die in Alumni-Netzwerken weiterhin an sich bindet und den Kontakt mit Adidas erlaubt, was immer natürlich Vorteile für beide Seiten hat. Plus die Bildung interner, externer Netzwerke, das wird immer wichtiger, Community Management und das Ganze mit einer konsistenten Datenplattform. Gut.